Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft und unserer epischen Pyramide. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen ins neue Jahr. Ja, bei mir ist es noch nicht neues Jahr, bei mir ist noch zwischen den Jahren, muss man ja auch irgendwo zugestehen. Wir machen uns jetzt ein paar Treppen wieder mal, damit wir hier, ja, gut rüberkommen. Also, ne, damit wir einfach mal noch ein paar Ebenen hier hinzufügen können. Bei der schönen Pyramide. Ja, ja. Was soll ich erzählen? Ja. Feiertage war ich ein bisschen faul. Habe ich mal nicht so viel gemacht. Ja, sollte auch mal Erholung pur sein, damit ich nicht hier andauernd aufnehme. Habe ein paar Mal gestreamt. War schön, dass ihr wieder da wart. Ein paar Mal gestreamt ist gut gesagt. Eigentlich nur einmal seit der letzten Aufnahme oder so. Naja, ich werde noch ein bisschen. Ist ja klar. Solange ich halt noch Zeit habe und natürlich auch irgendwo die Zeit ist, dann machen wir das auch. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder aufs Aufnehmen konzentrieren. Erstmal wieder Vorrat scheffeln, damit ich hier nicht in die Bredouille komme. Nee, Minecraft, das kriegen wir schon irgendwo. Ja, früher oder später. Irgendwie bin ich heute ein bisschen konfus. Nee. Ja, irgendwie schon, weil ich ja doch wieder gerade frisch aufgestanden bin. Ich nehme ja momentan immer gern auf, wenn ich frisch aufstehe. Von Minecraft, da kann ich schön gemütlich wach werden und nicht immer so mit der Kelle so, zack, jetzt bist du wach. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Was ich sagen muss, ich hatte auch eigentlich recht schöne Feiertage, muss man ja gesagt haben. Und... ja, jetzt, die Völlerei ist bei mir nicht unbedingt ausgebrochen, ist auch gut so, weil normalerweise nehme ich gefühlte 10 Kilo zu in den Feiertagen, da überfresse ich mich total, aber dieses Jahr geht's eigentlich, da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, also da hatte ich auch nicht so viel Möglichkeit, mich jetzt wirklich tot zu fressen, so 6 Stück reicht, perfekt, habe ich noch ein paar zusammengekriegt. Ein paar Schuschen gekratzt. So, jetzt mache ich mir hier noch alle Treppen hier rein. Und dann geht es da auch schon wieder hoch. Und dann können wir da Reihe um Reihe wieder hier hochsetzen. Scheiße, ich habe jetzt alles, was ich habe, umgebaut in Treppen. Ich bin so blöd. Hätte ich ja gar nicht machen müssen. Ach nö, das ist jetzt... nein, ich hätte noch normalen Sandstein gebraucht. Habe ja wieder total vergessen, dass ich da normalen Sandstein auch brauche, damit ich die nächste Ebene hier einleiten kann. Aber naja, wir können ja gleich nochmal ein bisschen Sandstein machen. Wenn ich die Reihe hier mal fertig habe, ein bisschen muss ich ja noch. Achso, da hinten ist mir eh schon der Stein abhanden gekommen. Darf ich raten, auf der anderen Seite auch. Naja, egal. Muss ich halt ein bisschen was abklöppeln. Hier liegt ja eh genug rum. Alle mal mitnehmen. So, komm mit hier. Da, du auch. Du sowieso und ihr erst recht. Damit ich alle hier zusammen habe. Ich wurde reich beschenkt, muss ich ja auch noch sagen. Ja, so viele Geschenke habe ich zwar nicht bekommen. Aber dafür ein hammergeiles, muss ich ja auch dazu sagen. Julia spinnt rum und schenkt mir einfach mal eine PS4. Ich freue mich voll. Also kann es auch sein, dass ihr bald mal auf meinem Kanal ein paar PS4-Spiele sehen wird. Ich freue mich voll. Das ist voll geil, dass ich sowas hier geschenkt bekomme. Da habe ich mich, wie ein Schnitzel habe ich mich gefreut. Wie ein Schnitzel. Weil es einfach hammergeil ist. Das ganze Jahr habe ich irgendwie schon geschaut. Ja, geht's vom Geld her? Kann ich mir eine PS4 leisten? Und es hat eigentlich nicht wirklich funktioniert. Und Julia denkt sich dann, oh, wenn er sich selber nicht beschenkt, dann mach's ich halt. Finde ich schon nice. Das ist halt das Geile am beschenkt werden, wenn sich die Leute wirklich Gedanken machen, hey, was könnte der Junge eigentlich brauchen? Oder die Frau, kommt immer drauf an, welches Geschlecht hier mal am Start ist. Und da sollte wirklich das geschenkt werden, was derjenige will und nicht irgendwas.
Und ja, was ich halt auch in den Kommentaren mitgekriegt habe, also eine Abonnentin hat sich dann aus mit dem Geld, was sie da zusammengeschenkt bekommen hat, nicht das kaufen dürfen, was sie wollte, hat die Mutter nein gesagt. Naja, Eltern haben da immer ihre eigene Definition, muss man sagen. Das muss ich einfach mal aufschnappen. Tut mir leid, Selina. Die haben da irgendwo ihre eigene Auffassung von, das brauchst du oder das brauchst du nicht. Ist natürlich klar, die wollen auch gucken, dass du das Geld nicht irgendwo, ja, sinnlos verballerst. Deswegen ist da bei denen der Unsinn mal schneller gesät als alles andere. Scheiße, habe ich denn überhaupt noch was zum Essen? Das war, glaube ich, der Grund, wieso, dass ich die Aufnahme beendet habe, weil ich was zum Essen brauche. Nee, ich habe noch gebratenes Hühnchen. Ja, ist ja gut, dann kann ich mich ja mit Hühnchen vollstopfen. Und die Aussage, ja, brauchst du nicht, wird halt von Eltern sehr schnell getroffen, wenn sie den Sinn und Zweck nicht dahinter verstehen. Naja, vielleicht früher oder später kriegst du das, was du willst, oder kannst dir das holen, was du willst. Wäre ja schön und würde mich freuen für dich, muss man ja sagen. Ja, so die Tage. Gut, viel Trubel immer mal bei den Eltern vorbeigucken, bei den Verwandten vorbeisehen. Alles eigentlich immer relativ random. Ich war zum Beispiel auch noch auf einem Dartturnier am Samstag. War recht geil. Lief recht gut. Ich bin mit einem Dart-Kollegen, unserem netten, meinem netten Joker, sind wir zum Turnier gefahren. Mir hat der Arm übelst wehgetan. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man einen ganzen Tag mit einem Dartpfeil auf die Scheibe wirft. Also ich habe ja von ich bin um 10 bei meinem Dart-Kollegen vorbeigefahren und haben da ja, uns warm geworfen. Muss man ja auch ein bisschen, weil wenn man was schaffen will, muss man natürlich gut aufgewärmt da spielen. Und man trifft nicht immer gleich das, was man will. Deswegen muss man ein bisschen vorarbeiten. Deswegen haben wir um 10 angefangen, schon ein paar Pfeile zu werfen. Ein paar ist gut gesagt. Wir haben echt gut geworfen. Und dann sind wir hergegangen, sind wir in das Turnier gefahren, um, ja, 2 hätte starten sollen. Natürlich, sowas verzögert sich immer ein bisschen, so ein Turnier. Um schlussendlich 2:30 ist es losgegangen. In der Disziplin, was mal wir angetreten sind. Weil wir ja, nur C-Liga spielen. Das heißt, wir spielen normalerweise nur 301 und das normal ausmachen, also nicht doppelt oder dreifach. Und haben doch Masters Out gespielt, also da muss man doppelt oder dreifach, ja, das Spiel beenden. Wer sich Darts auch ein bisschen im Fernsehen anguckt, weiß, von wo, was ich rede. Ja, lief recht gut, muss man sagen. Im Einzel haben wir gespielt, im Doppel und im offenen Doppel. Also Doppel in unserer Disziplin und offenes Doppel, das also auch, ja, höherklassige gegen uns schmeißen. Da wo dann, was weiß ich, A, BZ, BZO, also Bezirksliga und Bezirksoberliga gegen uns spielen haben können. Und das ist natürlich dann ein ganz anderes Kaliber. Aber wir haben irgendwie auch da halbwegs gut mithalten können bei BZ, BZO. Und man muss sagen, in meiner Disziplin 301 Masters Out bin ich Dritter geworden. Das hat mich voll gefreut. Also so schlecht bin ich nicht. Vielleicht kommt mal ein Darts-Video von mir. Kann ja auch mal sein. Weil ja, Kapitänin wollte mal eine Videoanalyse machen. Und da kommen sicherlich ein paar schöne Schnipsel zusammen. Vielleicht lade ich euch da mal was hoch, wenn es mal klappt und so. Weil, ja, wir wollen irgendwann mal aufsteigen. Nicht irgendwann, möglichst bald. Das wäre halt schon cool. Weil wir haben es. Normalerweise können wir es, aber irgendwie haben wir das Glück bei den Spielen nie. Und deswegen wird da höchstwahrscheinlich irgendwann mal ein Video kommen. Wenn wir die Videoanalyse irgendwann mal fertig machen, das ist natürlich auch die Frage. Und ich hoffe, dass die Videoanalyse auch bei meiner Kamera klappt. Weil ich habe ja nur 25 FPS. Also 25 Bilder pro Sekunde. Und das kennt man halt doch irgendwo. Dass das halt
vielleicht ein bisschen wenig sein könnte, weil ja, weil eben, nee, weil es einfach mal ein Haufen Zeug ist, was du da brauchst, da musst du Slow-Mo machen eigentlich. Und bei 25 FPS sieht Slow-Mo ein bisschen komisch aus, geht aber trotzdem. Ein bisschen zumindest ist. Und ja, das wollen wir dann versuchen. Vielleicht steigen wir ja auch bald auf. Das wäre schön, das wäre schön. Wir sehen uns ja selber nicht mehr als Mannschaft. Wir sind ja schon halb eine Familie und das ist irgendwo cool. Man muss ja auch sagen, das ist schon. Ja, wir haben Spaß ohne Ende. Wir freuen uns auch, oder wir freuen uns über das, dass wir uns sehen und nicht, wenn wir gewinnen. Also das reicht uns schon. Und wir freuen uns genauso über ein geiles Spiel, wie wenn wir es gewinnen. Also gewinnen oder verlieren ist eigentlich für uns nicht unbedingt das Höchste. Natürlich ist es schön, wenn wir gewinnen, aber es muss ja nicht immer sein. Man muss nur den Ehrgeiz haben, mitzuspielen und versuchen, sein Bestes zu geben. Mehr kann man ja eh nicht machen. Bei jedem Sport, den man irgendwie betreiben kann, kann man ja nur sein Bestes geben. Und wenn es nicht so klappt, klappt es halt nicht so. Und wenn es klappt, dann klappt es. Das ist halt total random. Und ja, da sind wir recht locker. So, jetzt habe ich ein bisschen von mir erzählt, was ich jetzt die letzten, ja, Tage so getrieben habe. Ja, haut mal in die Tasten, unten in den Kommentaren, was ihr da so erlebt habt die letzten Tage, ob ihr nur faul rumgegammelt seid oder nicht. Was ich ja auch sagen muss über die Feiertage, also Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, hättest du ja halb kotzen können mit dem Fernsehprogramm. Deswegen bin ich ja froh, dass es mittlerweile YouTube gibt. Da kann man natürlich dann die Zeit doch ein bisschen nutzen, doch ein bisschen, ja, gammeln und sich berieseln lassen. Weil wirklich gar nichts gelaufen ist. Wäre die Darts-WM nicht gelaufen, hätte ich mir gar nichts im Fernsehen angeguckt. Oder, ja, gut, über die Weihnachtsfeiertage ist die Darts-WM eigentlich nicht gelaufen. Aber wir hatten auch so viel genug zu tun, dass wir da gut rumkamen. Ich habe ja auch an Weihnachten gestreamt, also an einem Weihnachtsfeiertag, am zweiten. Ja, am Freitag habe ich gestreamt. Hat auch wieder mordsmäßig viel Spaß gemacht. Aber um ehrlich zu sein, Fernsehen wird von Jahr zu Jahr schlechter. Also, da kann man echt nichts sagen. Wenn sie einen neuen Film haben, der gut ist, bringen sie den bis zur Erbrechung, boah, alle 3 Monate einmal, weil wir haben ja die Lizenz gekauft, da müssen wir ja, die müssen wir bringen, weil das müssen wir ausnutzen, müssen wir Gelder scheffeln. Und vielleicht hat da doch noch nicht jeder gesehen. Das ist halt die Sache. Da sollten sie ein bisschen, ja, von wegkommen. Und Serien bringen sie gleich gar nicht, was ich ein bisschen komisch finde, weil Serien eigentlich mittlerweile das sind, was das Fernsehen noch ein bisschen ausmacht. So ein kleines, kleines bisschen. Aber hey, das ist ja wirklich grausam. Ja, da willst du in ein Loch fallen und irgendwas machen oder da nicht mehr rauskommen. Da hast du genau dasselbe von, als wenn du Fernsehen guckst, ohne Scheiß. Und das nervt mich so dermaßen an. Da sollten sie echt mal wieder eine Schippe zulegen. Fernsehsendungen gibt es auch keine mehr, die du dir wirklich angucken kannst, wo du sagen kannst, ja, die musst du gesehen haben, die sind wirklich gut. Weil, ja, gut, Zirkus Halligalli ist Geschmackssache, muss ich ja mal sagen. Ein Raab, also, na, TV Total ist halt auch mittlerweile die Luft für mich ein bisschen raus nach den ganzen Jahren. Aber immer noch ab und an unterhaltsam. Aber dann so Volksverdummung mit Frauentausch und keine Ahnung, ich kann mir Frauentausch nicht angucken. Das ist so eine Sendung, wo du meinst, so, ihr wollt doch alle verarschen, oder? Ihr Schauspieler doch nur die Hälfte. Weil so krass kann es auch nicht sein.
Da führt sich zum Beispiel eine auf, oh, die Wohnung ist so dreckig und da ist ekelhaft und das ist ja gar nicht sauber. Und du denkst dir so an der am Fernseher so, Frau, ein bisschen Staub auf einem Schrank oben kann mal vorkommen, ne? Weil nicht jede Woche einen Großputz veranstaltet. Deswegen muss man jetzt nicht unbedingt ein Fass aufmachen und behaupten, die Frau wäre unsauber und würde nicht anständig putzen.